Hallöchen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Seven Days to Die. Und wie ihr seht, sind wir nicht alleine mit Veteran der Extreme Zockt. Moin Moin. Und der Kill Nano. Moin. In der letzten Folge haben wir Folgendes gesehen. Das. Alles Alter. Blutrot, überall Gleich Zombies, alles tot, wir wissen gar nicht, was hier passiert ist. Oh holy fuck, was ist hier passiert? Aber was ist passiert? Die Mauer hat diesmal Sinn gemacht. Definitiv. Ja. Lebt einer noch. Kann man natürlich auch so nennen. Alter, wie viel Munition wir verbraucht haben. Fast alles. Ja. Mag mal eine irgendwie eine Müllkiste bauen oder haben so. Haben wir doch beim Briefkasten. Ja, haben wir da schon eine Müllkiste? Dann packe ich da erstmal einiges rein. Ich habe ein Nailgun-Frame gefunden. Was ganz nice ist. Nice. Ich muss mich erstmal entmüllen. Nein, ich bin zuerst. Bau die Kiste ab. Ja, aber die Mauer hat definitiv Sinn gemacht. Also klar, wir haben jetzt immer noch ein bisschen von drin gehabt, aber das war ja wesentlich weniger als in der letzten Horde. Und, das stimmt. Die Mauer, die hat gehalten und die Stacheln haben sehr viel Sinn gemacht. Es war auch in dieser Horde extrem viel mehr, kann das sein, als beim letzten Mal? Ja, kommt auf jeden Fall so vor. Buch Jagdmesser. Ja, Jagdmesser? Ja. Bam. Sehe ich nicht schick aus. Warte mal, guck mich mal bitte an. Wer ist da? Kitty? Guck mich mal an, steh vor dir. Oho, sexy. Warte. So. Gott ist voll tief. Oh, du bist so sexy, ey. Ey, du kleiner Marsmensch, du. Ich würde dich gerne mit nach Hause nehmen. Danke, das höre ich noch eher da. Selbstverständlich, das ist immer einer meiner Lieblingskomplimente gewesen. Ah, Bauplan Maschinenpistole. Nein. Da braucht man Zeit. Den überlasse ich denn dem Swanty, oder? Am besten. Ich bin ja unter Waffen mies. Ja, hier, in der Leiche. Ja, klar. Wenn du mir natürlich jetzt sagst, hier in der Leiche, da laufe ich natürlich gleich zielstrebig praktisch schon drauf hin. Ich. So muss das sein. Also ich habe das Gefühl, dass er auch seitdem wir jetzt ein Patch, die Zombies besseren Loot dabei haben. Meinst du? Ja. Also allgemein, die haben mehr und bessere Sachen. Wieso ist die Kiste schon so leicht beschädigt? Wollte drauf gehauen aus Hut. Ja, das ist nicht so gut. Aber nur weil der Killy gesagt hat, er lässt mich nie ran. Alle beide in euer Zimmer. Oh Mann, oh. Nicht schon wieder in den, nicht schon wieder in den Bunker. Doch. Ich glaube, ich werde die Stellen, die jetzt unten runter von der Mauer kaputt sind, dann im Anschluss direkt mit Beton auffüllen. Okay, welche Leiche? Welches Buch? Oh, Moment. Ich habe es eingesammelt. Warte kurz, kann ich gerade nicht aufsammeln? Ich muss mal Sachen ablesen. Oh, Sniper-Bauplan. Nice. Nice one. Leg dir den Bauplan mal hier nach draußen. Ich droppe den dann auf den Boden, ne? Ja. Nein, mach ich natürlich nicht. Wie sehr ich den Sniper brauche, dann einfach so auf den Boden droppe. Also, so einen Luxus haben wir ja auch noch nicht. Ey, ich will meinen Sniper-Bauplan haben. Sagt der, der die ganze Zeit im Sniper-Gewehr rumrennt. Ich bin der! So, jetzt bin ich am Kriegsfuß, mein Freund. Guck, siehst du, wie ich am Kriegsfuß bin? Sei froh, dass ich nichts anderes habe, um dir gerade auf den Ommel zu hauen, du Grünhelm. Wütend, dass ich den Militärhelm angezogen habe. Warte, hier ist der da. Der Militärhut. Nee, der Bauplan. Ja, endlich ist es soweit. Jetzt kann's los. Hey, X-Wing, was für dich? Das ist nur Torrad für Vollidioten. Dann ist es doch eher was für dich. Nee, das Buch haben wir schon gelesen. Ja. Das kennt ihr schon, in und aus. Das war hinter einer Ausgabe davon. Ja. Was hast du? In das Bounty liegt das Ding. So, was haben wir noch da? So, hier ist fast alles frei schon. Neue Minenarbeiterhelme.
Oder einer hatte gerade einen Teil für Citybike dabei. Also für Minibike. Jo, einer hatte gerade ein so Taschenmotorradgehäuse dabei. Was ist mit dir hier? Ja, Taschenmotorrad, Sitzbank. Der hat da auch gerade ein Lenkrad für ein Taschenmotorrad dabei. Unglaublich, aber wahr. Könnte auch gerne mal eine. Könnte auch gerne mal eine hier Dingens dabei haben, ne? Und so. Ja, Messschieber. Ja, zum Beispiel. Also Messschieber wäre mehr als nice. Oh ja. Da könnten wir so viel mehr machen. Da glaubst du doch bei unserem Glück nicht dran. Nee, das ist. Also wir werden's. Ich hatte schon ähnliches Glück mit anderen Dingen in der Vergangenheit mit Seven Days to Die, zum Beispiel einen Beaker zu finden in der damaligen Staffel. Oder davor war das. Ach, was brauchte man davor noch? Keine Ahnung, ich hatte da irgendeinen Bauplan. Ach so, genau, um den Ofen zu machen. Dann da brauchte man, um die Forge zu machen, brauchte man erst den Bauplan. Ja, stimmt. Und den habe ich Ewigkeiten nicht gefunden gehabt. Ich habe gerade die Batterie für die Nailgun gefunden. Das ist sehr gut. Ich habe nämlich die Nailgun Frame gefunden. Das ist schön. Oder, das ist schön. Oder hast das du auch schön. Das gleiche gefunden? Ich habe Rechargeable Battery. Okay. Das ist gut. Einer Knochen. Hier liegen doch bestimmt noch irgendwo Tote. Es können doch da. Wo ist die Dossi, die es nicht mehr sieht? So, trostvoll. Er hatte 38 Nägel, ein Taschenmotorrad-Fahrwerk und ein Taschenmotorrad-Lenker. Ein Zombie. Okay. Das ist doch geil. Nice! Na, liegen hier noch Leichen. Nee, ich glaube, das war's. Man muss traurigerweise sagen, so dolle ramponiert sind unsere Stacheln gar nicht. Also, die sind schon ramponiert, aber ich hatte wirklich mit Schlimmeren gerechnet. Keiner kaputt, ne? Kein Stachel. Ja, ich hätte auch gedacht, dass das ein bisschen heftiger wird. Also, es kamen schon viele Zombies, aber wie gesagt, die Mauer hat uns sehr viel Arbeit abgenommen. Um es mal so zu sagen. Ja, also mit Torx, Frames, Wood Frames, wären wir so gestorben. Ja, ach Quatsch! Was für ein Überlebenskünstler! Das hätten wir, easy peasy, hätten wir das hingekriegt. Aber sowas von easy peasy. Stahlstimme. Da haben wir noch eine Hose. Das, okay. Ich guck grad, was ich alles brauche zum Reparieren. Gut, das kriege ich schon wieder hin. Ich, wie gesagt, das, was sie im Boden weggehauen haben, werde ich dann mit Beton direkt zumachen. Besser ist das. Du kannst dich beim nächsten Mal ja wieder durch. Richtig. Und das wollen wir ja nicht. Auch richtig. Ja. Ebenfalls richtig. So, kann ich mal die Waffen wieder ablegen? Habe ich zufälligerweise. Naja, Hunger habe ich nicht, aber Durst habe ich. So. Jetzt erstmal genau Durst, Waffen ablegen. Durst habe ich auch. Na klar, hast du Durst. Immer Durst. Ja, eben. Die Patrönchen. So, jetzt muss ich erstmal Kotten draußen sammeln, wenn ich eigentlich mal mein gebrochenes Bein fick. Fixen kann? Ich will nichts sagen, aber ich habe einen kompletten Raketenwerfer von einem Zombie gefunden. Kompletten Raketenwerfer? Zetzen zusammenbauen oder? Ne, komplett fertig gebaut schon. Hast du Raketen? Ja, 9 Stück. Wir haben auch Raketen in der Kiste. Ja, 9 Stück. Nice. Das ist in der Tat sehr nice. Perge. Nein. Ich lege mein Veto ein. Ich möchte nicht, dass Kili jemals ein Raketenwerfer in die Hand kriegt. Zur Sicherung für uns und unserer Basis habe ich mich dazu entschieden, dass ich den mal besser bei mir behalte, bevor einer von euch steht. Okay. Oh. Ich sehe schon nachher nur noch Explosionen, wie das ganze Lager wegfliegt. Kili, guck mal! Der Berg nicht mehr steht.
Genau, dann stürzt alles ein. Also ist einfach auf dem Berg ist ein Zombie, ich mach das schon. Genau. So über dem Eingang ist ein Zombie. Schießt erstmal voll Raketenwerfer rein. An der Tür. Das wird dann zu Ende der Staffel gemacht. Der Berg wird gesprengt. Ja, mit einem Knopf. Genau. Also mit der ganzen Struktur hier so langsam und alles. Ja, es ist trotzdem noch schwierig, den Berg überhaupt in die Luft zu fliegen. Luft zu sprengen, mein Gott. Eine Werkzeugkiste haben wir im Übrigen schon, nur wir haben den Messschieber noch nicht. Ja, super, wir brauchen aber die Messschiebe, Extreme. Ja. Mach doch mal was. Extreme, mach doch jetzt mal was. Wir müssen looten gehen. Mit unseren Minibikes. Wir müssen so vieles machen. Erstmal looten. Die Base wieder reparieren. Brauchen wir dafür nicht Eisen und was? Und Beton. Ich bin ja schon dabei. Eins nach dem anderen. Wenn ihr die Kisten mal ordentlich sortieren würdet, dann müsste ich hier nicht immer 10.000 Mal reingucken. Ich repariere die immer ordentlich, ja? Du reparierst die Kisten ordentlich? Ja, in der Regel. Ich wiederhole die Aussage, du reparierst die Kisten ordentlich? In der Regel. Oh, okay. So, ich werde nicht widersprechen. Bei der Zugbrücke klappt schon mal mit den Midi-Bikes. Ja, das hätte ich auch gehofft, dass das geht. Das wäre echt schade, wenn es nicht gehen würde. Das wäre schon ziemlich traurig. Den ganzen Aufwand zu betreiben und am Ende geht's nicht. Wäre wirklich traurig. Ja, das wäre echt traurig. Da würde ich schon recht sentimental werden. Ja. Und sauer. Wütend. Nein, sauer. Absolut. Und zwar richtig. Schreiend sauer. Richtig. Da ist Evelyn Witz gegen, weißt du? Absolut. So, das kommt alles weg. Das hier brauche ich zum Reparieren. Dann brauche ich noch zum Bauen. Habe ich dich überfahren hier? Es tut mir leid. Catwalk brauche ich. Nein. Und Dingens. Alter, an wie vielen Stacheln sie Schaden verursacht haben? Dass die auch hier hinten waren. Ja, das ist schon krass. Und ist Verschleiß. Wie wird das denn geschrieben? Holztreppe vielleicht? Ah, da. Holzstufenbrett. Ah ja, wäre ich auch sofort drauf gekommen. Dass Holzstufenbrett, ich verstehe. Ja, ich... Keine Ahnung, diese Benennung hier finde ich noch sehr merkwürdig im Deutschen. Sei dir bewusst, dass du da nicht alleine stehst. Dann freue ich mich ja. Ja, das ist doch immer schön. So, das packen wir mal alles weg. Ich glaube, ich habe jetzt alles zum Reparieren dabei und ich kann noch den Werkzeugkasten in die Forge nach unten packen. Da fehlt aber immer noch ein Messschieber. Oh, ich bin gerade mal bei den Häusern hier. Guck mal. Vielleicht habe ich Glück. Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Wieso habt ihr einfach das Tor offen gelassen? Kili, das letzte ist rausgegangen. Der letzte macht die Tür zu. War nicht der letzte. Bin ich der letzte. Extreme ist der letzte. Ja, ich bin aber nicht rausgegangen. Ich repariere unsere Base. Ich habe kein Eisen mehr. Hallo, ich habe fast alle Stacheln auf der linken Seite aufgewertet und repariert. Aha. Jetzt werden wir natürlich gleich erstmal überprüfen, ob das die Wahrheit ist. Ich glaube, ich spinne. So, erstmal Waffenschrank knacken. So, wo repariere von oben nach unten. Wo kriege ich jetzt auf die schnelle Eisen her? Was für ein Eisen? Dieses Schreddereisen, dieses zerlegte Eisen. Aus der Linie. Also freust du dich sehr. Ja, aber sonst kann ich mich nicht weiter reparieren. Kann ich mir zum Eisenabbau einen Raketenwerfer leihen? Nein. Hier,
Haben wir nicht schon genug Bohrer und Bohrteile? Also für den Bohrer, meine ich? Das weiß ich nicht. Hat den überhaupt schon jemand gelernt? Weiß es nicht. Den Erdbohrer? Ja. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Plan schon mal gefunden hatte. Wahrscheinlich nicht. Wie, ich hab keine Pfeile mehr. Oh. Wir vergessen die Erde mit mir, verdammt. Ich warte mich jetzt hier einfach mal rein, bis ich Eisen finde. Aus dieser Todesfalle, die wir liebevollen Bienen nennen, finde ich ja nie wieder raus. Das würde ich jetzt etwas sagen, es wäre unübersichtlich. Nein, deine Mine ist ein Traum. Ja, wie gesagt, von dem einen Ort habe ich ja gesagt von Anfang an, da können wir uns in jeder Hinsicht überall hinbuddeln. Ja, und so sieht's auch aus. Ja, Hauptsache, man hat da ergiebig sein Zeug. Und bisher, als ich zuletzt da war, war es eigentlich schon recht ergiebig unten in der Mine. Bauplan AK. Ergiebig sind, ja, aber der Ausgang war dann nach einer Zeit echt schwierig zu finden. Fackeln setzen. Als Tipp. Ne. So mache ich das echt, immer. Echte Männer brauchen keine Fackel. Ich höre immer noch Zombies hier. Echte Männer finden da niemals raus, meinst du? Richtig, echte Männer leben in der Höhle, wo sie sind. Genau. Ich habe meine Familie schon seit 20 Jahren nicht gesehen, aber als echter Mann kann ich das ertragen. Ich bleib hier in dieser Höhle. Neue Staffel, Lost in Cave. Was? Lost in Cave, ja. Alter. Die Zombies hier sind. Ich habe Angst, dass sich irgendwann ein Zombie zu mir durchschlagen wird. Irgendwann. Weil ich ihn halt die ganze Zeit höre. Aber das Spiel signalisiert ja auch gerne, dass ein Zombie 2 Meter neben dir ist, obwohl er 20 Meter über dir ist. Ja, das stimmt allerdings. Das hört sich immer so verdammt nah an. Aber in Wirklichkeit sind sie noch so weit weg. Ja gut, im Endeffekt jetzt, um das Ganze noch effektiver zu machen, vielleicht bis zur nächsten Horde, dass wir uns da intensiver nochmal um Metall kümmern und dass wir so zumindest die vorderen Bereiche so mal langsam aus Stahl hinkriegen, die Stacheln. Ja. Das wäre schon mal nice. Also das wäre natürlich eine Aufgabe, die wir jetzt über 7 Tage lösen könnten. Könnten. Weil müssen wir im Endeffekt das Eisen nur eingießen und daraus dann Stahlbarren machen, ist auf jeden Fall möglich. Ja, in der Zeit sammle ich schon mal ein bisschen Eisen. Denn wenn wir das erst am Tag der Horde machen, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja, und wir haben keine Munition mehr. Oh ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Keine Muni. Also Pfeile habe ich noch genügend eigentlich, oder? Ja, ja, Pfeile habe ich auch noch genügend. Ich habe keine mehr, ich habe sie abgelegt, außersehen. Dazu, in Panik. Dazu sage ich dann nichts. Nur die liegen irgendwo in der Kiste. Ach so, in der Kiste. Ich dachte, du wärst jetzt verloren. Ja, nö, so doof bin ich auch nicht. Ah ja. Nehmen wir mal so hin, ne, Kili? Deswegen habe ich einfach nichts mehr gesagt. Komm schon, hier muss doch auch irgendwo Eisen sein. Kann doch nicht sein. Aber ich bin schon gleich am Erdmittelpunkt. So, den oberen Teil habe ich jetzt gleich auch repariert. Dann ist hier alles wieder so, wie es sein soll. Das ist schön. Oh ja. Das ist Wahnsinn. Warum kommst du in die Festung? Festung, Festung. Oh Gott. Ich bin einfach schon zu müde für sowas. Nein, das kann nicht sein. Das ich hätte, wenn ich jetzt in die Kiste gehuckt habe, habt ihr natürlich die Kiste leer gemacht und ich kann... Was? Was kannst du? In die Kiste gucken und bin beruhigt. Hallo, ich bin gerade am Eisenfarm, ja? Ich bin gerade gar nicht da. Ja, er ist gleich abgehauen. Er hat sich vor der Verantwortung gedrückt.
Ach ja. Ich sortiere da mal das Zeug weg. Ja, wird auch mal Zeit. So viel Mühe beim Reinwerfen. Hallo, Fettsack. Ist bitte noch beleidigend. Echt? Gibt's halt nicht. Weil der Extrem sortiert schon für uns, weißt du, und dann nennst du ihn noch Fettsack. Ich hab dir gesagt, mach das außerhalb der Aufnahme, wenn Extrem gerade weg ist. Genau. Echte Männer! Ach, soll sich nicht so anstellen. Wow, okay. Jetzt geht's zu weit, Kitty. Das war unter der Gürtellinie. Das kriegt ihr nämlich nie mit, das passiert nämlich immer zwischen den Folgen. Richtig. Dann weint Extreme. Ich gemobbt und dann weint, genau. Dann weint Extreme auch ganz oft. Weil, eigentlich der Sponti da mit, weil der Killy teilt dann ordentlich aus. Zwischen den Aufnahmen. Ja, aber ich bin's ja gewohnt. Durch jahrelange Erfahrung mit Extreme bin ich solche Repressalien gewohnt. Sowas tut mir einfach nicht mehr weh. Nein, wirklich, sowas tut mir einfach nicht mehr weh. Mein Charakter so, Bauplan, hat so Raketenwerfer. Alter, ich hab Kohle gefunden, Kohle! Rezept bekannt, okay. Nehm ich mit. Nice one. Ich hab Kohle, jawohl! Meine Mine wirft was ab. Geil. Ja, ne? Wie geil ist das denn, ey? Ohne Witz, Alter, hol ich mir jetzt mal gleich vor Freude vier Fleisch rein. So, warte mal. Bevor diese Folge zu Ende ist, will ich da einmal nur kurz... Da, wo ist die Kohle? Warte, ich habe gerade die Kohle gesehen! Da! Ja, das Sand. Aber Bruchsand ist auch gut. Ja, Bruchsand ist auf jeden Fall gut. Das wo ist doch Kohle? Hört die, Eisen! Eisen! Yay. Oh mein Gott, Eisen. Jawoll! Eine Mine! Oh ja, Baby. Ich bin in mein Element. Ich bin in mein Element! Aber das kann ich nochmal so merk machen. So. Ich will nur mal gucken, wie ergiebig meine Mine ist. Vielleicht sollte ich auch mal... Ja. Ich bin auch so doof. Was denn? Ja. Ich grab die ganze Zeit hier im Dunkeln längs, weißt du? Und hast die Lampe anstatt... nicht angemacht. Ja. Das ist so, in so der Tat ein bisschen... Und die like. Ja. Ja, Eisen! Und damit werden wir uns auch herzlichst verabschieden. Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig Unterhaltung zu Hause in eure Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer... Gangbang-Zimmer, reinbringen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Ja, wenn ihr sehen wollt, was die anderen beiden Chaoten gemacht haben, wie wir aufgeräumt haben praktisch, wir haben ja praktisch hier so, wie hieß das Spiel noch, Viscera? Ja, genau. Viscera Detail haben wir ja praktisch in 7 Days to Die jetzt gemacht, so ein bisschen, das könnt ihr bei den anderen beiden auch nochmal sehen. Wir hoffen, euch hat bis hierhin gefallen, auch wie wir die Horde an sich überstanden und überlebt haben. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Aufnahme wieder mit dabei. In 2 Tagen um 15 Uhr die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.